So, neues Spiel, neues Glück. Heute letztes Match vorm Urlaub. Und ich werde die ganzen Dudes aus meinem Clan wirklich vermissen. Shoutout geht raus an Kompmod, an Turtles, Soidberg, an Lila Bender, Yatra. Ich hoffe, ich spreche die Namen alle richtig aus hier. Citronius, Killkarpfen. Und jetzt überlege ich, habe ich jemanden vergessen? Brainfile. Lila habe ich gesagt. Genau. Ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen. Und ich hoffe vor allem, dass es alles top wird. Macht gerne mal so ein Match. Macht gerne mal ein Match. So ein Custom-Server-Match würde ich mir gerne angucken. Das wäre witzig. Euch einfach mal dabei zugucken. Turtles hat übrigens voll den Killing-Spree hingelegt, hey. Mit Brainfail. Überkrasses Session gemacht. Ich habe schon ein bisschen Probleme mit Heuschnupfen dieses Jahr. Und das am 10. Februar, ich sag's mal. Voll den Killing-Spree hingelegt, Brainfail. Und Turtles. Ich weiß gar nicht, wie viele Kills die gemacht haben. Wie viele Chicken-Dinner die gemacht haben. Ich glaube, 7 Stück hintereinander, mehr oder weniger. Keine Ahnung, ey. Crazy Dudes. Crazy Dudes. Also da ist jetzt echt viel los. Ich glaube, ich bleib erstmal hier. Zockt gerne. Zockt wirklich. Ich würde mich so freuen, wenn ihr ein Dings machen würdet. Mal eine Session im Server, im Custom-Server. Fände ich ultra witzig. Das wollte ich nicht. Na doch, passt. Nicht. 9mm ist top. Vector, ich sag's euch. Es gibt nichts Besseres als eine SMG. Da geht was. SMGs sind ultra overpowered, immer noch in dem Game. Ist einfach Fakt. Ist einfach Fakt. Wir nehmen die als Sniper. Genau, passt. Wir nehmen die als Sniper. Und die als Nahkampfknifte. Top. Passt. Was ich jetzt noch gern hätte, wäre ein Scope. Und dann bin ich ultra happy mit meiner Vector. An Munition mangels, ne? M14 ist als Sniper sogar noch besser. Mini. Schade, wieso finde ich nirgends einen Red Dot oder sowas? Oh, nice. Ja, jetzt muss ich hier meine Buddies, meine Clan-Buddies hier im Stich lassen. Das ist schon ein bisschen schade eigentlich. Es ist eigentlich verrückt, wenn man sagt, man will nicht in Urlaub gehen, weil man auf seine Clan-Buddies verzichten muss. Schon ein bisschen crazy eigentlich. Ah ja, was soll's. Muss ich jetzt durch. Auto. Ein paar mehr Schuss für die Mini wäre noch cool. Aber egal. Ich glaube, da waren keine, war da noch was gelegen. Ich glaube, nein, ne? Smoke. Tactical Stick und Stock auch nicht. Passt eigentlich, ne? Ja. Lass mal in die Zone marschieren hier. Oh. Wir müssen übers Wasser. Not good.
Not good. Ich habe es immer noch nicht verkraftet, dass Turtles abgezogen hat zusammen mit Brainfail. Das war einfach nur crazy. Das war einfach nur crazy. Falls ihr auch in unseren lustigen DOD-Clan kommen wollt, einfach mal in den Discord reinschauen. Mittlerweile sind wir, glaube ich, 17 Leute. Angefangen haben wir zu viert. Zu dritt. Lila, Soldberg, Bender und ich. War es Start-Equipment. Dann kam Citronius, Comp Mode und Turtles dazu. Und mittlerweile sind wir so gewachsen, dass ich schon fast den Überblick anfange zu verlieren. Hier sind 17 Leute im Clan. Und wir haben aufgrund von, nicht zuletzt aufgrund von Turtles und Brainfail, wirklich auch schon sind wir hochgelevelt. Sehr cool, echt. Sehr cool. Macht Spaß mit den Jungs und Mädels zu zocken. Killkarpfen auch einer von den Killern hier. Ah ne, wartet mal. Das Holo wollte ich eigentlich haben. Wohl will ich das Holo wirklich haben? Ganz ehrlich, lass das Dreier-Scope drauf und swap auf Canted-Side. Ich glaube, das ist eine gute Kombi. Ja. Weil du kannst mit einer Vektor auch auf Distanz sprayen. Gibt's da Boote? Da unten. Ich laber die ganze Zeit nur rum, ey. Ich sollte mich aufs Spielen konzentrieren, nicht aufs Labern. Aber wie gesagt, das ist meine Abschiedsmessage an euch. 3 Wochen. Ich sag's euch, 3 Wochen. Das wird hart. Komm ich da rüber, verdammt. Muss ich da jetzt schwimmen? Ja, egal, ich schwimme. Nicht zu lange abtauchen. Abtauchen? Ich will hier landen. Müssen wir ein bisschen auf die Lunge aufpassen, ne? Wenn die Lunge mal kaputt ist, dann... Aber im Wasser trifft man die Leute echt schlecht. Also ist wirklich so. Lunge sieht wieder gut aus. Abtauchen. Ich lasse mich hier gut wegknipsen, ey. Shit. Ich sehe keine Gegner auf der anderen Seite. Ich guck mal immer mal hier einen Eye-Track an. Und ich habe jetzt hier die ganze Zeit Werbung für die Naga Trinity gemacht. Habe gesagt, oh, voll gute Maus und so, hat viele Buttons. Ja, vergiss es, Alter. Das Ding wiegt 110 Gramm. Und ich habe festgestellt, dass hier anscheinend Standardtechnik sind bei Gaming-Mäusen 60, 40, 50 Gramm, sowas in der Größenordnung. Das Ding ist einfach eine Tafel Schokolade. Ganz ehrlich, muss man eine neue Maus kaufen. Mir auch schon was, die einige zurechtgelegt. Da vorne ist einer, glaube ich. Einige ausgesucht. Nach meinem Urlaub werde ich mal hier so eine Maustest-Session machen. Schreibt mir übrigens gerne mal in die Kommentare, mit welchen Mäusen ihr spielt. Interessiert mich. Ich habe echt wirklich viel Zeit investiert in YouTube-Videos schauen, um rauszufinden, welche Mäuse gut sind. Generelle Regel ist immer, guckt euch ein paar Videos an und wenn 5 Influencer dieselbe Maus als gut bewertet haben, dann habt ihr vielleicht die Chance, dass ihr da wirklich auf dem richtigen Weg seid. So, jetzt muss ich aufpassen. Da drüben war ein Boot. Kompensator. Passt aber, braucht man nicht. Kann man nicht mehr mitnehmen. Wir bleiben. Wir chillen, wir gehen weiter. Ich spiele heute mal Sneaky. Ich will nicht. Ich will in die Top 10 kommen. Ich will, oder Chicken Dinner holen. Ich will nicht Aggro spielen. Mittlerweile bin ich auch der festen Überzeugung, dass ein Jammer Pack eigentlich echt praktischer ist als ein Level 3 Rucksack.
Weil man einfach ein bisschen länger in der Zone chillen kann. Und es macht wirklich einen Riesenunterschied. Man kann nämlich dann von hinten aufräumen. Und die... Was bringt's mir, wenn ich 20 Schuss mehr rumschleppen kann? Wenn einer mit einem Jammerpack von hinten kommt und mir in den Rücken schießt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Equipment ist eigentlich ganz gut, was ich bisher habe, ne? Eine Vector. Ich habe noch kein Kompi für die Vector. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch fehlen würde, zum Glück nicht sein. Ich höre ein Auto. Ich sehe ein Flugzeug. Auto ist vor mir. Irgendwo hier. Diese Vögel, na. Diese Vögel nerven. Moment, Killkarpfen ist nicht bei uns im Clan. Stimmt, Killkarpfen wollte ich noch schimpfen. How dare you? How dare you not to be in our clan? Also ein Stück zu laufen hier, ey. Selbes gilt für Citronius. Citronius wollte ich auch noch schimpfen, auch nicht bei uns im Clan. Und Comp Mode ist auch nicht bei uns im Clan. Also, was ist da los, Leute? Was ist da los? Sag doch mal einfach allen, die sollen zu uns in den Clan kommen. Auf der anderen Seite, ich glaube, Citronius hat auch so einen super Profi an der Hand. Egal. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Slots frei. Nicht so schüchtern. Ihr könnt gerne mitspielen. Und natürlich auch alle, die das Video sehen, herzlich aufgerufen. Zu uns zu stoßen. Was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass ich keinen Kaffee hier stehen habe. Das ist ein Problem. Shit. Dann bin ich ja der Einzige, der unterwegs ist, oder? Der nächste Vogel. Kann man das eigentlich sehen, wo die Vögel sind? Nicht, ne? Die fliegen einfach so random hoch. Ich kann jetzt die Knarre wegstecken. Ein bisschen schneller laufen. Boah, ich habe die Knarre eigentlich gerne in der Hand. Ich bin jemand, der immer mit Knarre rumläuft. Weil ich dann einfach das Scope auch zur Verfügung habe. Wobei ich natürlich verstehe, dass das manchmal tödlich sein kann. Auf 24 am Leben. Und Jammer ist... Isse kaputte! Wie sieht denn das aus? Wo geht man hin? Vielleicht auf den Flügel? Oh fuck, da müssen wir da durchs Tal. Das tiefe Tal, wir müssen durchs tiefe Tal. Ich will da nicht hin. Shit. Ich will lieber da hoch. Oh, das ist not good. Jetzt krieg ich's gleich. Kein Auto? Mich mit Sicherheit gesehen. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Habt ihr eigentlich auch meine Videos angeschaut zum Aim-Training? Insbesondere dieses Kovacs-Aim-Training finde ich ziemlich praktisch. Und es erklärt auch... Muss ich jetzt aufpassen. Diese Hand-Augen-Koordination wird dadurch echt besser und zwar spürbar. Also das müsst ihr echt, wenn ihr das ein paar Minuten pro Tag macht, das bringt richtig viel.
Es bringt richtig viel. Spielt man eigentlich mit dem Canted Sight, also mit diesem Seitenvisier besser? Oder trifft man da genauso gut wie mit einem normalen? Oder ändert sich da irgendwas? Das müsste ich mal ausprobieren. Ich habe das noch nicht getestet. Das muss ich echt mal prüfen. 19 am Leben. Okay, das war's. Fred makes you wet. Wo war der? Habe ich nicht gesehen. Ach, das war der Kasper mit dem Auto. Oh Mann! Ja, das war ein spektakuläres Game. Ich habe nur rumgelabert. Bin aber trotzdem in den Top 17 gekommen. Jetzt gucken wir mal Fred makes you wet noch zu Ende an. Also, ich habe mich immer noch zu wenig bewegt. Unfassbar. Frag mich, wie lange ich bei dem im Zielkreuz war, bevor er abgedrückt hat. Wahrscheinlich eine halbe Stunde. Der hatte mich, glaube ich, schon gesehen. Oh, wie er sich Zeit lässt. Tier 3, Level 471. Oh, wie er sich Zeit lässt. Aber um ehrlich zu sein, er hat sich auch nicht bewegt, während er auf den anderen gezielt hat. Habt ihr das gesehen? Also, er macht denselben Fehler, auf den er bei anderen wartet, was lustig ist. Auto. Er lässt sich auch Zeit. Er schießt, glaube ich, nur wenn er wirklich weiß, dass er das im Sack hat. Aber ich verstehe es nicht. Er ist außerhalb der Zone. Er ist außerhalb der Zone und er snipert, glaube ich, gerne. Zumindest sehen seine Labels oben so aus. Seine Medaillen, die er da hat. Scheint sich selbst als Profi-Sniper zu sehen. Okay. Für ihn spricht, dass er echt ein recht hohes Level hat. Ne? Er ist fast... er ist fast schon Tier 4. Was ultra hoch ist. Hubschraub, schraub, komm. Noch 13. Nochmal hier der Aufruf an meine Clan-Dudes, nochmal ein Custom-Match, wenn ich nicht da bin, nochmal ein Custom-Match, Custom-Server zu starten. Mal alle zusammen zu trommeln, das wäre witzig. Im Discord kann ich schreiben, ich kann nur nicht selbst online, also ich kann nicht mitzocken, das ist das Problem. Aber nicht so schlimm. Ich komme ja wieder, wenn alles gut geht. Dann holen wir das auch gerne nach. Witzig, dass man so ans Auto rennen kann, dass das Auto hüpft. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Bug. Pff, einer ist ertrunken. Unfassbar, okay. Geht denn das? Wo ist denn? Ja doch, geht schon. Aber ich wusste, der Typ hat mich gesehen, ein Typ im Auto. Oder ich habe es zumindest geahnt. Fred makes you wet. Ist im K12 Clan, der auch schon sehr hohes Level hat, ne? Das sieht man auch. Und er schaut nach hinten, er schaut nicht Richtung Zone, er guckt nach hinten. Das ist eigentlich auch schlau, ne? Mache ich auch immer so. Nicht in die Zone gucken, weil die werden von der Zone auf ihn zugepusht und ich glaube, er ist so Abstauberspieler. Ist eigentlich eine sehr legitime Strategie, macht gut, sorgt dafür, dass man Kills bekommt, ohne in richtig krasse Situationen zu verwickelt zu werden, wenn man es gut macht. Die Handgranate? Kommt dann da drauf, dass da einer ist. Ja, warum hatte der jetzt eine Handgranate hingeworfen? Das habe ich nicht verstanden. Tatsächlich, ich flipp aus. Also ein Aimbot hat jedenfalls kein... Oh, shit.
Okay, Daten gesehen. Mittlerweile habe ich mich, habe ich Sympathien zu Fred Makes You Wet aufgebaut und hoffe, dass er dieses Match, dieses Battle hier gewinnt. Braucht die Granate? Natürlich braucht er die Granate, erst genannt. Wie kommen wir darauf, dass die da ist? Okay. Woher weiß er, dass er hinter dem ist? Da hinten läuft er hoch. Habt ihr gesehen? Er ist nach links hochgelaufen. Ja, genau. Okay, er wusste es nicht. Er hat einfach auf gut Dünken drauf gerotzt. Oh, 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 oh. Was macht man jetzt? Ich verstehe es nicht mehr. Noch 9. Der Sniper-Dude hat, glaube ich... Der Sniper-Dude hat es gerade bekommen. Also der mit dem Gilly. Hat es, glaube ich, nicht überlebt, da über diese Kuppe drüber zu laufen. Noch 8. Er spielt ultra defensiv. Sehr schlaue Strategie eigentlich. Sehr schlaue Strategie. Da oben ist er, da oben rechts war einer. Siehst du nicht? Da an der Brücke. Ach, der hat ein Dings. Ich flipp aus, das ist... Der hat noch ein Dings, Oh, shit, Frau Schmidt. Der trifft gut. Alter Schalter. Okay. Granate rein. Oder eine Smoke rein und dann reinrennen und umhauen. Geht auch. Wenn einer drin ist. Vorne fährt noch einer mit dem Auto. Er scheint nicht so begeistert zu sein von diesem, von dieser kleinen Hütte da. Die Hütte scheint ihn nicht so zu taugen hier. Da steht ein Jeep noch. War da gerade einer? Ich hab's. Nein. Da war doch. War da nicht gerade einer noch gestanden? Hm, ich weiß es nicht. Hinter diesem Gerüst da vor uns. Das ist fatal, ne? Wenn du gegen das Auto läufst und es macht so ein Geräusch, dann weiß halt jeder, dass du da bist. Warum stellt er sich jetzt hier auf den Berg? Das ist nicht schlau. Hätte theoretisch treffen können. Für mich so ausgesehen, als würde er treffen. Ich bin auch, teilweise ist es bei mir so, ich bin mir 100% sicher, dass das Ziel kurz auf den Gegner war, aber ich treffe trotzdem nicht. Obwohl sie ausreichend nah sind. Also ich habe, manchmal habe das Gefühl wirklich, manchmal ist der Wurm drin, manchmal, keine Ahnung, oder ist es Delay im Game, keine Ahnung, hoher Ping. Wobei, ganz ehrlich, oh Gott, ich habe einen Ping von 114 Millisekunden. Was ist das denn? Sehe ich es erst. Warum ist mein Ping so hoch? Normalerweise habe ich ein Zehntel davon. Uh-oh. Deswegen habe ich verloren. Leute, jetzt ist es offiziell. Nice. Oh shit, ey, der Spiel, ey. Der nächste mit dem Dings. Self-Revive Elektroschocker. Defibrillator heißt das Ding, glaube ich, im Fachjargon. Noch 2 am Leben. Scheiße, der ist echt gut, Mann. Habt ihr gesehen, wie er da gelegen hat, der Dude? Schaut euch das an! So, wo ist der letzte? Wo ist der letzte, Bro? Charlie? Flashbang? Da unten. Der hat kein Aimbot, aber der trifft trotzdem gut. Ich glaube, er ist... Nee, oder? C4, wirklich? Der andere muss jetzt auf ihn zupushen. Das Ding hat er in der Tasche. Er ist außerhalb der Zone, der andere. Ja. Easy peasy lemon squeezy. Das hat er in der Tasche, das Ding. Mit der P90. Puh.
Boah. Easy. Sein anderer macht jetzt ein ABM-Heady, aber das glaube ich nicht. Hä? Wo kam der Schuss her? Ich habe den echt beim besten Willen nicht gesehen. Ja, doch, doch, doch. Da ist er, ja. Ich glaube, der heilt sich gerade dumm und dämlich, der andere. Oh mein Gott, Junge, was machst du denn? Die Playzone hat ihn erwischt. War saugut gespielt. Fred makes you wet. Ist kein Anfänger. Er hat auch einen lustigen Hund als Waffengimmick hier. Super süß. Ich sag danke fürs Zuschauen. Und passt auf euch auf. In 3 Wochen bin ich wieder da. Bis dahin bitte stellt mir nichts an, gell? Also, macht's gut. Ciao, ciao.